So, einen guten Morgen wünsche ich euch allen. Willkommen zurück bei Günthers Hörspielstube. Das Video, ähnliches Setup wie das letzte, wie ihr seht, oder vorletzte, ich weiß nicht, ob ich das hier vor dem gesamten Hörspiel der Sage der Flamme 3 hochlade. Auf jeden Fall geht es heute noch einmal um euer Feedback zu meinen Hörspielen oder Hörbüchern. Ich tue mich selber mit dem Begriff ein bisschen schwer noch, aber es sind Hörbücher, wenn man es genau nimmt. Das ist ein Unterschied. Ist jetzt aber, glaube ich, auch nicht ganz so wichtig. Also, allgemein, wir haben letztes Mal über diese Umfrage geredet. Und wie ihr oben seht, 20 Antworten sind inzwischen drin. 2 Tage ist es her. Wenn jemand das hier sieht und noch nicht mitgemacht hat, nehmt trotzdem gerne weiter an der Umfrage teil. Ihr seid dann logischerweise nicht in diesem Video, aber ich werde mir auch spätere Antworten noch angucken. Was ist heute der Plan? Wir gucken uns Antworten an. Ich spreche ein bisschen drüber über einige Sachen, die gemeint gesagt wurden. Und was euch vor allem interessiert, ich möchte auch wirklich über diesen Abschnitt sprechen. Wenn du die Wahl hättest, eines dieser Hörbücher in Zukunft der Realität werden zu lassen, welches würdest du am ehesten wählen? Im Prinzip kann man fast sagen, heute wird ein Ankündigungsvideo zu teilen. Denn ich möchte wirklich drüber reden, was davon, ich habe hier schon eine Liste bereit, das werden wir später so machen, das kann ich schon mal machen. Welche davon, das ist mir ein bisschen dick, kann ich mir tatsächlich, wo ist der Zurückbutton? Welche kann ich mir gut vorstellen zu machen von diesen Geschichten, beziehungsweise haken es sogar, welche sind fest geplant? Sorry. Kreis, welche sind durchaus möglich? Kreuz, mit welchen plane ich nicht sie zu machen? Das heißt natürlich nicht sicher möglich, garantiert nicht. Aber es heißt sehr wahrscheinlich, mal gucken, und sehr unwahrscheinlich. Vorher will ich aber die anderen Fragen besprechen. Wir gehen der Reihenfolge nach durch. Natürlich gehen einige Fragen schneller als andere. Vor allem gehen die schneller, die eben so waren mit Single Choice. Wenn du an Günthers Hörspielstube denkst, welches Hörbuch fällt dir zuerst ein? Die Ergebnisse hier waren relativ, wie ich selber erwartet hatte. Auf Platz 1, ich weiß selber nicht, warum das so komisch blinkt, die erste Walross-Edition. Es macht Sinn, es ist das erste Hörbuch. Es war wirklich der Anfang von allem, der Anfang des wirklich ganz großen Projektes, das ja auch bis heute läuft. Hätte mich gewundert fast, wenn das nicht auf der 1 gewesen wäre. Dann haben wir auf dem 2. Platz, woran ihr zuerst denkt, einen Gleichstand zwischen der Walross Edition 3, Heroes from Another World, was ich auch irgendwo verstehen kann, weil es das erste meiner Hörbücher ist, bei dem ich aus heutiger Sicht immer noch sagen würde, es war ziemlich gut. Die ersten 2 sind aus heutiger Sicht, ja, nee, nicht wirklich. Dann haben wir Plotkrieg, womit ich auch gerechnet hatte. Es war einfach nochmal was ganz Neues, was ganz anderes und vor allem was extrem Großes. Gerade falls Leute damit eingestiegen sind, wird es für sie das Primäre sein, woran sie sich erinnern. Dann haben wir noch 3 Geschichten mit Gleichstand auf 2 Stimmen. Und zwar das allerneueste Hörspiel, wo ich damit rechnen würde, das ist einfach Recency Bias so ein bisschen. Wenn das Hörspiel derzeit läuft, dann vor allem ist auch einen Tag bevor die Abstimmung online gekommen ist, die letzte Folge davon online gekommen, dann denkt man zuerst daran, das macht irgendwo Sinn. Gleichermaßen haben aber auch 2 Leute Never Alone gesagt, was ich interessant finde. Eine Person weiß ich, mir hat nämlich jemand einen relativ ausführlichen Kommentar mit Feedback zu jedem Hörbuch, bevor ich diese Abstimmung überhaupt gemacht hatte, geschrieben. Das war eine der beiden Personen. Hierbei bin ich sehr sicher. Aber es gibt noch jemanden, der zuerst an Never Alone denkt anscheinend, was ich recht interessant fand. Und Walross Edition 4, Another Life. Auch mit 2 Stimmen. Was ich auch verstehen kann, es war die längste der ersten Walross Edition,
war auch relativ anders, war einfach, kann man sich auf jeden Fall dran erinnern, finde ich. Und ich gucke auch ganz gern auf die zurück. Und wir haben noch 3 Geschichten mit je einer Stimme. Diese Geschichten... War das eine Antwortmöglichkeit? Das hat wer unter Sonstiges eingegeben, oder nicht? Hab ich das als Möglichkeit gegeben? Nee! Es hat sich wirklich wer von euch extra die Mühe gemacht, das noch zu schreiben, dass die Walross Edition 2 aber dumm das Hörbuch von mir ist, an das ihr euch am meisten erinnert. Oder das euch als allererstes in den Kopf kommt. Die Antwort ist auch neu. Das letzte Mal, als ich reingeguckt habe, waren 17 Antworten da. Das heißt, ich kenne schon einige Antworten. Es ist jetzt keine Blind Reaction aufs meiste. Aber letztes Mal hatte noch niemand WE2 aber dumm gesagt. Vor allem... Der zweite spezifisch ist auch interessant. Und wir haben Walross Edition 6. Hat eine Person gesagt, war halt das Finale der ersten Staffel. Und was ich auch interessant fand, ein anderer Plotkrieg. Ich meine, ja, ich bin persönlich sehr zufrieden mit dem Hörspiel. Auch wenn ich weiß, dass es nicht jedem so toll gefallen hat. Unter anderem der Kommentar, von dem ich eben gerade geredet habe, fand das Hörspiel relativ düster, was die Person nicht mochte. Was valide ist, ich mag halt persönlich auch mal ein düsteres Hörbuch, wo anderer Plotkrieg drunter fällt. Und ja, eine Person denkt wohl zuerst an eben dieses Hörbuch. Dann kommen wir weiter zu Welches ist dein Lieblingshörbuch? Wo wir ein paar Antworten haben, die ich sehr zu erwarten fand. Ein paar haben mich aber mehr überrascht. Noch eine größere Mehrheit als Platz 1 in der ersten Abstimmung hat mit 6 Stimmen Pokémon Mystery Dungeon Plotkrieg als euer Lieblingshörbuch. Was ich eben auch sehr interessant fand zu sehen, ich beziehe mich sehr viel auf diesen Kommentar heute, weil er eben sehr ausführlich war. Ich weiß jetzt nicht, ob die Person überhaupt wollen würde, dass ich einen Namen nenne, aber du weißt, dass du gemeint bist. Denn in diesem Kommentar stand eben auch drin, was ich auch schon von ein, zwei anderen Leuten gehört habe. Ja, Plotkrieg ist nicht schlecht, aber ich mag die klassischen Hörbücher lieber. Wobei einerseits die Sache ist, was genau heißt jetzt klassisches Hörbuch im Vergleich? Einfach nur Walross Edition oder weil... Im Prinzip ist das auch ein normales Hörbuch, so verstehe ich nicht ganz, aber ja. Also einfach nur diese Formulierung von klassisches Hörbuch, finde ich, ist ein bisschen komisch. Aber ich verstehe an sich, was gemeint ist. Aber insgesamt ist Plotkrieg von den meisten das Lieblingshörbuch. Wo ich auch sagen muss, als Autor, es ist objektiv gesehen ziemlich sicher mein Bestes. Dann auf dem 2. Platz haben wir Walross Edition 4, habe ich vorhin ja auch schon erwähnt. Ist gerade mit den 2 Abschnitten, auch dem Teil der Menschenwelt. Es war noch nicht Platz 2, als ich letztes Mal geguckt habe, glaube ich, was ich auch recht interessant finde. Aber es ist auf jeden Fall hier dabei. Auf Platz 2... Und ja, verstehe ich. Was mich eher wundert, wo ich mich teilweise frage, ist das tatsächlich eure Meinung darüber oder ist es wieder der Recency Bias mit dem allerneuesten Hörbuch auf dem 3. Platz? Ja, Stolz des Sternlichtes fand ich auf jeden Fall bisher die beste Sage der Flamme, da stimme ich zu. Wobei ich sagen muss, ich glaube, es geht jetzt sowieso mit jeder Geschichte in der Staffel noch bergauf. Gerade weil bei der Staffel war extrem das Ding, ich habe sie so von hinten ausgedacht. Ich wusste, wie sie enden soll, wie das Finale ist. Und habe halt im Prinzip, je weiter hinten die Geschichte, desto mehr Ideen hatte ich von vornherein. Einzige Ausnahme, für die erste hatte ich noch mehr Ideen als für die zweite. Wobei ich trotzdem mit dem Endprodukt der zweiten zufrieden bin. Aber ja, das ist eben recht interessant. Dann haben wir wieder... Ihr seht, wir haben insgesamt etwas weniger Geschichten überhaupt in der Rotation als hier oben. So eine
Valros Edition in Dumm ist hier überhaupt nicht im Gespräch. Und ich glaube, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Welche von hier oben ist noch nicht hier unten? Ein anderer Plotkrieg ist das Lieblingshörbuch von zwei Leuten sogar. Hier haben wir Rise of Eternal Darkness, hat auch hier zwei Stimmen. Ah ja, doch, die Valros Edition 1 ist auch hier, was wahrscheinlich Nostalgie ist, weil faktisch gesehen ist sie nicht gut. Muss ich halt so sagen. Die W2 in Dumm ist nicht da. Heroes from Another World ist da. Ich bin gerade ein bisschen blöde. Welches fehlt denn hier? Ich habe hier doch gerade gezählt, dass hier 7 und hier 9 sind. Das heißt, hier müssen ja 2 fehlen. Eins davon ist die WE2 aber dumm, logischerweise. Aber wir haben Valros Edition 1, wir haben Heroes from Another World, wir haben Another Life, wir haben Rise of Eternal Darkness, wir haben Plotkrieg, wir haben anderer Plotkrieg, aber wir haben... Oh, warte, was? Warte, was? Das verstehe ich gerade tatsächlich nicht. Wir haben Never Alone hier unten nicht vertreten. Und der Kommentar, auf den ich die ganze Zeit zurückverweise, hat mir nämlich, was mich auch ziemlich überrascht hatte, gesagt, dass Never Alone sein Lieblingshörbuch hier ist. Hat die Person nicht mitgemacht? Es wäre interessant, weil das hieße, dass noch zwei andere Leute zuerst an Never Alone dachten. Vor allem dachten sie beide dran, aber haben sie nicht hier gewählt. Das ist eine sehr interessante Statistik. Allgemein muss ich sagen, ich hatte da fast damit gerechnet. Ich meine, es ist besser, wie es ist. Ich hatte aber eigentlich fast damit gerechnet, dass diese beiden Abstimmungen fast gleich aussehen, weil ich dachte, die meisten Leute denken einfach an ihr Lieblingshörbuch. Dann kommen wir weiter. Welches hast du noch nicht angehört? Etwas anderer Graf. Die Hälfte der Leute sagt, ich habe alles gehört. Alles chill. Dann sehen wir, am seltensten angehört. Ja, das wundert mich jetzt nicht. Das wundert mich jetzt wirklich nicht. Die Wesen unseres Planeten haben einige nicht angehört. Dann gibt es auch jeweils 4 Leute, die haben sich... Die zweite Valros-Edition wundert mich nicht. Die dritte wundert mich allerdings, gerade da sie ja auch für mehrere Leute der Favorit und für einige Leute, die mir fällt gerade das deutsche Wort nicht ein. Die, wo sie einfach am besten im Kopf haben, ist. Deswegen hatte ich nicht gedacht, die Valros Edition 3 hier mit am höchsten gerankt zu sehen. Und das allerneueste Hörbuch haben sich manche noch nicht angehört. Was Sinn macht. Dann die erste Valros Edition. Macht auch Sinn. Die fünfte, ja, ist wahrscheinlich... Also für mich persönlich ist es... Seitdem die Valros-Edition richtig losging, nenne ich es mal, was für mich ab Teil 3 ist, die ersten zwei, wie gesagt, aus heutiger Sicht nicht so gut. Es ist die schwächste für mich von den späteren Valros-Editionen. Auch noch 3 Stimmen haben wir auf eine oder mehrere Spezialepisoden. Da habe ich sogar mit mehr gerechnet. Das heißt wirklich... Die meisten Leute sagen von sich, sie haben alle Spezialepisoden gehört. Das ist interessant. Dann haben wir auch mit 2 Stimmen jeweils Another Life und Rise of Eternal Darkness. Ich gehe recht stark davon aus, dass die beiden Personen, die das hier nicht gehört haben, auch Stimmen für jede andere Valros-Edition hinterlassen haben. Einfach, weil es offensichtlich die prominentesten sind. Und gerade bei der Nummer 6 denke ich mir halt, warum sollte jemand irgendeine der anderen Valros-Editionen hören, aber das Finale auslassen? Tatsächlich haben wir nichts mit einer Stimme und 2 Hörbücher. Ah ja, die 2 habe ich gerade noch besinn übersehen. 2 Leute haben auch jeweils gesagt, sie haben einen anderen Plotkrieg und Never Alone nicht gehört. Never Alone habe ich mit mehr gerechnet, muss ich sagen. Und Sage der Flamme 2 haben auch 2 Leute nicht gehört. Aber die erste Sage der Flamme,
konnten alle 20 von sich behaupten, haben sie gehört. Und Plotkrieg konnte jeder behaupten, haben sie alle gehört. Wobei mich jetzt noch wundern würde, was ich vielleicht noch hätte fragen können, welches dieser Hörbücher hast du dir vollständig angehört? Denn mich würde es echt mal interessieren, ob wirklich jeder Einzelne hier jede Folge Plotkrieg angehört hat. Vielleicht außer dem Epilog, da dem letzten Turnier noch am Ende, das nicht unbedingt, aber... Das fand ich tatsächlich ziemlich interessant, dass die Spezialepisoden hier so low waren. Dass Never Alone vergleichsweise low war. Dass Virus Edition 3 dafür viel hatte. Und ich muss fast sagen, das Wesen des Planeten noch weniger Stimmen hatte, als ich dachte. Dann, oh, jetzt kommen wir zu was Interessantem. Welchen Charakter mögt ihr am liebsten? Bis zu drei gerne mit Begründung. Hier sind ein paar Antworten gewesen, über die muss ich reden. Aurora Kell Elementara, das klingt für mich sehr nach einem Zuschauer, der vor allem Plotkrieg sehr mochte. Wobei, also ich gehe mal davon aus, dass mit Elementara die aus Plotkrieg gemeint ist und nicht das Elementara Eevee aus der Walross-Edition. Hier haben wir Vulpix und sein Bruder. Wegen der Aussage sein Bruder gehe ich davon aus, dass mit Vulpix Flamme gemeint ist. Ansonsten ist die Aussage nicht so toll. Eigentlich könnten das auch Aurora und Polar bzw. Marshadow sein. Weil Aurora ist ja auch ein Vulpix und hat einen Bruder. Und dann gibt es noch Lord Ecke, der ist ja auch ein Vulpix. Dann gibt es noch Fate in Never Alone, die ist ja auch ein Vulpix. Außerdem muss ich halt persönlich sagen, das kann natürlich auch einfach nur Schätzung sein, aber Leute, die bei Charakteren, sowas wie Darkrai ist eine Ausnahme, der heißt halt wie seine Spezies, aber Leute, die zum Beispiel Vulpix schreiben, habe ich so ein bisschen manchmal das Gefühl, mögen die Charaktere nicht, wie sie geschrieben sind, was für mich als Autor halt das Wichtige wäre, um mitzuarbeiten, sondern einfach nur, weil sie Spezies mögen. Und, ich meine, ich könnte mich jetzt täuschen, aber in welchem Hörbuch habe ich einen Pikachu verwendet? Ich wüsste nicht, dass es jemals ein Pikachu gab. Also, ich weiß nicht, ob ich da jetzt blöd bin, aber wenn die Person, die das hier geschrieben hat, das Video hier gerade guckt, kannst du vielleicht erklären, weil ich wüsste wirklich nicht, dass in irgendeinem meiner Hörbücher ein Pikachu drin ist. Dann haben wir Aurora und Epsilon. Ich rede jetzt mal nicht über die Rechtschreibfehler, außer vielleicht ein paar, weil da gibt es wie immer genug. Und da, dass ich mich da weigere, ich bin im Moment Deutschlehrer, also. Aurora und Epsilon, naja, das war's, da würde ich auch gern mehr wissen, weil das klingt für mich wirklich so, als wäre in jedem anderen Hörbuch, das ich geschrieben habe, jeder Charakter scheiße. Weil wirklich diese Betonung, naja, das war's. Das sind die einzigen Charaktere, die ich mir hier irgendwie vorstellen könnte. So. Dann als nächstes Darkrai aus Walross Edition, wundert mich wenig. Und das fand ich interessant, Flamme aus WE2, damit ist, denke ich mal, die ganze zweite Staffel gemeint und nicht spezifisch der zweite Teil. Weil ich, ehrlich wie er wäre in seiner Lage. Das muss ich sagen, fand ich sehr interessant, weil wie wir gleich sehen, es gab mehrere Leute, die Flamme hier angegeben haben, auch weil sie ihn nachvollziehbar fanden. Ich bekomme auch mit, die Leute nehmen ihn schon als das Arschloch wahr, das er sein soll. Aber trotzdem haben sie Verständnis, was ich echt interessant finde, aber irgendwie auch cool. Da haben wir Darkrai, sein Plot-Twist ist meiner Meinung nach der beste. Ich gehe mal stark von Walross-Edition und nicht von Plotkrieg Darkrai aus. Wobei natürlich gerade anderer Plotkrieg Darkrai auch einen großen Plot-Twist hat. Hier haben wir Kell, Fukano, Akani, Amagaga. Amagaga speziell im normalen Plotkrieg, im Spin-Off ist die Persönlichkeit bisschen verloren gegangen. Kommt auf die Ansicht an, ja. Amagaga war im normalen Plotkrieg vielschichtiger, das stimmt. Hier ist halt wieder der Warte.
Ey, scheiße, das fällt mir jetzt erst auf. Wer zur Hölle ist hier gemeint? Ich hab gedacht, das muss, weil Fukano und Akani, dachte ich, okay, es ist ein Charakter, der sich entwickelt hat, das muss Kell sein, aber Kell steht ja schon hier. Warum dann Fukano und Akani? Ich meine, das einzig andere Fukano, was mir gerade einfällt, ist Soll aus der Sage der Flamme jetzt. Ich meine, ja. Aber der ist halt kein Akani. Die einzigen Akani in meiner Geschichte, die ich kenne, die mir gerade einfallen, sind Kell und Sakit. Und da würde mich halt der Schrägstrich wundern, weil das sind ja zwei verschiedene Charaktere. Also auch hier gerne erklären, wenn du das siehst. Dann, sogar gerankt anscheinend, Platz 3 war Funkenherz, sehr süß in Varus Edition 5 und 6 und hat Charakter in der Sage der Flamme 3 gewonnen. Funkenherz wird auch noch ein großer Charakter werden, natürlich. Die hat eine sehr große Rolle ab jetzt. Ich wollte sie auf jeden Fall auch prominenter machen als in Varus Edition Staffel 1. Über Funkenherz reden wir später auch noch ein bisschen mehr in einer anderen Kategorie. Zweitens, Darkrai, super ein Krieger für das Leben. Damit ist, denke ich mal, wieder Varus Edition gemeint. Der ist insgesamt euer Lieblingscharakter. Und auch interessant, mit Hydropi kann sich jemand identifizieren. Hydropi fand ich auch, muss ich persönlich sagen, ich reflektiere hier auch ein bisschen einfach meine eigenen Erlebnisse. Persönlich finde ich ihn einen der schwächeren Charaktere. Hier haben wir Darkrai, Epsilon, Epulixus. Ich meine, Epulixus ist eigentlich auch wieder die Schreibung, aber ja. Hier muss ich tatsächlich ein bisschen überlegen, weil einerseits Darkrai tendiere ich immer zu Walross Edition. Andererseits sind halt beide anderen Charaktere, Plotkrieg-Charaktere und vor allem Charaktere, die gerade in ein anderer Plotkrieg sehr prominent sind, wo Darkrai ja auch ziemlich prominent war. Deswegen, wenn hier auch wieder, wenn du das siehst, gerne klarifizieren, ist mit welcher Darkrai ist gemeint. Wenn ich jetzt raten müsste, würde ich auf anderer Plotkrieg setzen. Hier haben wir Seemobs, der eigentlich nur Comedic Relief war, aber wenn er wem gefallen hat, dann passt's. Wieder mal Darkrai. Ich rechne ein weiteres Mal mit nicht Plotkrieg, mit Varus Edition. Sorry. Und Marshadow. Interessanter Pick, hätte ich jetzt nicht erwartet, aber ja. Das hier ist, wenn ich einfach eine Schätzung machen müsste, das hier ist so ein OG-Zuhörer, der meint, er findet Plotkrieg nicht so gut wie die klassischen Hörbücher, hat aber die gesamte Walross-Edition mit jeder Spezialepisode und wahrscheinlich, weiß gar nicht, vielleicht sogar nur die erste Staffel, weil bei der zweiten andere Charaktere sind gehört. Das hört sich für mich einfach an wie so ein richtiger OG-Zuhörer mit Günther Lord Ecke Darkrai. Hier haben wir wieder zwei Charaktere mit Elementara und Funkenherz. Hier halt auch wieder bei Elementara. Okay, welche Elementara? So. Dann haben wir eine größere Liste. Darkrai, lange Begründung. Er ist sowieso eins meiner Lieblings-Pokémon. Dazu wurde er in der ersten Staffel erst als Antagonist eingeführt. Aber dann wurde langsam klar, dass er doch recht hatte. Bin gespannt, ob er in Sterben des Sturms eine größere Rolle bekommt. Da muss ich, das sage ich einfach auch schon mal, nee, in Sterben des Sturmes bekommt er keine größere Rolle. Aber er wird schon noch, er hat auf jeden Fall in der Sage der Flamme eine kleinere Rolle insgesamt als in der ersten Staffel. Was nicht schwer ist, er war in der ersten Staffel in wirklich jeder einzelnen Geschichte präsent und in fast jeder auch mit einer bedeutenden Rolle. In der ersten halt nicht. Aber er bekommt auch schon noch seine Screentime in der zweiten Staffel, wo ich auch gleich nochmal ein bisschen mehr bei einer anderen Frage drüber rede. Dann Kell, ist einfach ein gut geschriebener Charakter. Okay, freut mich zu hören. Drittens, gibt zu viele wahrscheinlich Flamme schon wieder. Einfach weil er der aktuellste von meinen Kandidaten auf dem dritten Platz ist. Macht Sinn, bisschen Recency Bias. Und ich sein Arschlochverhalten und keinen Bock auf die Reiseverhalten für eine gute Abwechslung halte. Ja, ich sag's ja, ihr nehmt ihn schon auch als das Arschloch wahr, dass er irgendwo ist.
Noch dazu finde ich es spannend, wie es mit seiner Abhängigkeit nach Tilithium weitergeht. Ja, könnt ihr nicht so gut wissen, wie es geschrieben ist. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwo schon mal das geschriebene Wort hatte. Vor allem, weil das Wort erfunden ist. Und ob er sich deswegen noch weiter verändert. Ja, Flamme natürlich auch sehr, sehr wichtiger Charakter. Der auch gerade, ich würde fast sagen, seine Charakterentwicklung fängt im vierten Teil erst richtig an. Also da geht noch viel weiter. Eevee, weil sie besonders ist. Darkrai, weil er mein Lieblings-Pokémon ist. Funkenherz, weil ich den Charakter mag. Hier ist halt wieder ein bisschen das Ding. Ja, an sich natürlich ist das eure Meinung. Das sage ich auch nichts gegen. Hilft mir halt als Autor persönlich nicht so viel zum Schreiben. Weil ich natürlich auch ein bisschen darauf achten möchte, was für eine Art Charakter mögt ihr. Und wenn ich einfach nur höre, ja, ich mag die Pokémon-Spezies, kann ich da für mich zum Schreiben wenig draus schließen. Und Funkenherz, weil ich den Charakter mag. Das hier war nochmal sehr sicher dieselbe Person, wegen selber Auswahl, selbe Formulierung, sogar Eevee exakt auf dieselbe Weise falsch geschrieben. Und dazu könntest du in Zukunft Mimigma verwenden, das ist mein Lieblings-Pokémon. Da muss ich halt leider sagen immer, wenn jemand so Vorschläge macht. Erstens, ich schreibe mit den Pokémon, die ich selber mag, weil mir das deutlich leichter fällt. So wirklich grob gesagt, es gibt auch einen Grund, warum ich zum Beispiel Vulpix so oft nutze. Wenn ich stattdessen versucht hätte, Aurora in Plotkrieg, keine Ahnung. Irgendein Mon, das ich nicht sonderlich mag. Sagen wir mal, was ist der Starter, den ich am wenigsten mag? Wenn ich versucht hätte, den Igamaru zu machen, ich glaube, ich hätte die Geschichte gar nicht schreiben können. Weil ich einfach Charaktere will, die ich auch mag. Und da gehört natürlich für mich auch die Spezies dazu. Deswegen, zumal ich sowieso schon vieles im Voraus geplant habe. Also so Sachen, bei sowas wie Plotkrieg, wenn ich sowas nochmal mache, kann ich überlegen, so einfach Paarmon in die gegnerischen Liga-Teams zu packen, zum Beispiel. Halt, Plotkrieg logischerweise sitzt rum, aber so ein Beispiel. Für sowas könnte ich dann mal überlegen. Dann Kel Darkrai. Ah, hier ist mal klarifiziert, welcher. Alle. Okay. Ach ja, und was ich vergessen habe, Never Alone hat ja natürlich auch noch einen Darkrai, wobei das eigentlich ja ist derselbe wie in der Walross-Edition. Und Epsilon. Ja, Epsilon sehe ich ein paar Mal hier. Kel sehe ich ein paar Mal hier. Wundert mich nicht. Hier wurde nur Seraora angegeben, was ich interessant finde. Kel und Epsilon aus Plotkrieg, weil gut aufgebaut, gute Entwicklung etc. Lord Ecke aus WE für den Vibe und gute Entwicklung. Das fand ich auch. Hatte ich nicht erwartet. Dann die letzten paar. Schon wieder Hydropie, hat auch nicht erwartet, den zu sehen. Und mal wieder Darkrai. Ich erwarte mal Walross-Edition. Nur Bulbi. Und, hallo, Günther und Eevee auf die 1. Ja, das sind recht klassische Picks für Walross-Editionshörer, habe ich das Gefühl. Jetzt kommt eine Frage, bei der ich einerseits viel reden will, andererseits nicht so viel reden kann. Gibt es Charaktere, welche du schlicht streichen würdest? Wenn ja, welche? Bezieht euch auf relevante Charaktere. Gern mit Begründung. Da ist ein bisschen natürlich einfach die Sache, die Frage war natürlich sehr provokant formuliert. Es ging im Prinzip darum, welche Charaktere mögt ihr nicht so. War sehr provokant formuliert. Die meisten Leute, es gibt keine, es gibt keine, es gibt keine, habe ich sehr oft bekommen. Und dann haben wir hier einiges. Darkrai, weil er so gut wie in jedem Hörbuch auftaucht. Ich würde gerne stattdessen neue Pokémon an seiner Stelle haben. Kurz erst ein unsympathischer Guter. Auf Deutsch, wer das geschrieben hat, ihr seht auch, hier sind allgemein weniger Antworten und viele von denen sind halt nein. Deswegen hier nicht so viel. Aber zu dem, was es gibt, will ich viel reden. Ja, Darkrai ist einfach zu oft vertreten für diese Person. Ich meine, ist halt irgendwo das Maskottchen des Kanals und so irgendwo schon Hauptcharakter. Und natürlich auch schlicht und ergreifend mein Lieblings-Pokémon.
Deswegen, ich verstehe, dass Leute vielleicht nicht mögen, wie krass präsent er ist. Wie gesagt, in der Sage der Flamme tritt er ein bisschen zurück. Er kriegt noch Auftritte, aber ist so ein Nebencharakter eher. Und für zukünftige Hörspiele habe ich eigentlich fast gar keinen Darkrai geplant. Oder höchstens auch, keine Ahnung, vielleicht mal irgendeinen als Nebencharakter oder so. Aber ich sehe irgendwo den Punkt. So, den hier habe ich allerdings weniger verstanden. Zoroark in Sage der Flamme. Nicht falsch verstehen, wäre es ein typisches Absol. Und würde das ausspielen, wäre der Charakter top. Das klingt für mich jetzt ehrlich gesagt wirklich einfach nur nach, du magst die Spezies Zoroark nicht und Absol viel lieber. Weil hier ist jetzt... Wäre es ein typisches Absol und würde das ausspielen, wäre der Charakter top. Der Charakter wäre halt, so wie du das beschreibst, das letzte laufende Klischee der Pokémon-Geschichten. Und deswegen halt zumindest in meinen Augen wirklich ziemlich schwach tatsächlich. Zoroark ist sehr anders angedacht. Es soll wirklich... Einfach sein Charakter behandelt so ein bisschen ein Thema, das allgemein in der Sage der Flamme noch sehr viel auftritt, was man auch an Flamme viel sieht, was vorher wenig war. Er ist einfach so ein Charakter, der sehr viel mit dem Thema Identitätskrise spielt. Und auch noch natürlich weiterhin wichtig bleibt, sein Highlight, sein Höhepunkt, da könnt ihr euch entspannen. Sein Peak ist wahrscheinlich sogar jetzt im kommenden Sterben des Sturmes. Deswegen den Punkt muss ich ein bisschen sagen, okay. Hier ist natürlich auch wieder der Punkt Luxio. Du weißt auch, wie der Charakter heißt, oder nicht? Aber hierzu wollte ich ein bisschen reden. Weil hier ist der Punkt, bitte nicht zu einem rein aus Liebe begleiten Charakter verkommen lassen. Die späteren Kapitel war der Charakter schwächer. Und ich verstehe, was gemeint ist. Wer so häufig Fanfictions oder auch einfach andere Arten von Geschichten liest, merkt das. Es gibt sehr oft Charaktere, die im Prinzip nur existieren, um einfach eine Beziehung mit einem anderen Charakter zu führen. Am allerschlimmsten Charaktere, die nur existieren, damit ein anderer Charakter eine Beziehung mit ihnen führt, damit man dann den Charakter umbringen kann, um dem Main Character, den man da hat, eine Charakterentwicklung dadurch erzwingen zu lassen. Das ist so unglaublich overused und ich hasse es auch selber, das auf so eine klischeehafte Weise zu machen. Und ja, nee. Ich mag das selber wirklich nicht. Ja, ich denke, es ist an diesem Punkt wirklich kein Spoiler, dass Funkenherz natürlich auch wegen ihrer Beziehung mit Sol dabei drin ist. Aber es gibt auf jeden Fall auch noch mehr um sie. Ja, gerade jetzt früh wird vor allem auf diese Beziehung fokussiert, im Sterben des Sturmes auch relativ viel, wobei man da auch schon mitbekommen wird, was so Funkenherz, ich weiß gar nicht, ob ich, also ich würde eigentlich schon sagen, Funkenherz wichtigere Rolle findet man schon heraus in der Sage der Flamme 4 jetzt bald. Also ja, ich verstehe wirklich den Punkt, der hier gemacht wird, wobei ich sagen muss, das ist... Natürlich ein bisschen interessant zu sagen, ich habe Angst, dass du den Charakter in Zukunft falsch schreibst. Deswegen kann man ihn ganz streichen. Das ist natürlich ein bisschen, ich verstehe den Punkt und ich gebe mir Mühe. Funkenherz ist mir selber zu wichtig als Charakter, um das zu machen. Gerade, im Prinzip ist sie ja jetzt, gerade in der Sage der Flamme, sie ist die Ahnin von Omegons Erzfeind, die sich mit auf die Reise im Kampf gegen ihn macht. Dann haben wir, nein, keine. Dann haben wir zweimal dieselbe Person, denke ich. Und das ist genau, wofür ich das letzte Video gemacht habe. Wahrscheinlich hat die Person das auch genau deswegen gemacht, um mich nämlich zu verarschen. Ich hab da ja wirklich gesagt, ich will da hören, wenn ihr den Charakter schlecht geschrieben findet und nicht, wenn ihr findet, er ist unmoralisch oder so, dann kommt Omega und der ist egoistisch. Ach, sag bloß. Sag bloß, der Antagonist ist egoistisch. Wirklich.
der Autor, weil im Prinzip hat er einfach zu viel Macht gehabt als Charakter, was ich verstehe. Deswegen wollte ich ihn auch wirklich wenig nutzen. Und im Prinzip nur fürs Finale so ein bisschen hauptsächlich nutzen da. Und in anderer Plotkrieg, wobei er da ja gerade wenig Macht hat. Und er hat seine eigene Macht ja auch abgegeben nach dem Finale von Plotkrieg. Deswegen, ich verstehe den Punkt. Ich meine, da ist natürlich wieder ein bisschen die Formulierung, streichen könnte man den Autor auf keinen Fall. Aber ich verstehe, dass er wirklich keine Macht hat. Latios könnte man komplett streichen. Ich mag ihn, aber er war leicht unnötig, außer für Latios Entwicklung. Ich stimme halb zu. Ich finde, eigentlich war er auch für Latias Entwicklung nicht sonderlich wichtig. Also ich stimme zu, es gibt zwei Charaktere. Hier ist auch der zweite Hydropi. Ja, die hätte man beide streichen können. Da war ich irgendwie zu versessen drauf, early in den Geschichten vor allem sehr viele Charaktere einzubauen, was gerade in der Valros Edition 5 kulminiert ist. Die Entwicklung von Hydropi war, kam aus dem Nichts. War auch so gedacht, ja, das war ein verzweifelter Versuch, dem Charakter Relevanz zu geben. In die Wesen unseres Planeten waren eigentlich alle Charaktere austauschbar. Ja, genau das ist eben so ein Ding, das ich in einigen früheren Geschichten bei mir sehe. Und das habe ich auch schon zum Glück als Feedback gehört für die Sage der Flamme, weil mir das wichtig war. Dass die Charaktere in der Sage der Flamme, zumindest laut einer Person, die das geschrieben hat, einfach deutlich tiefer sind und man wirklich die Charaktere, die relevant sind, deutlich besser kennt. Und dafür ist halt wirklich, wie man im Moment schon merkt, so ein neuer Charakter, die Geschichte kommt dazu so ziemlich. Anstatt irgendwie in einer Geschichte 7, 8 neue Charaktere reinzuklatschen, mache ich einen und gebe den Charakteren dafür Zeit. Funkenherz hat mich in Staffel 1 mies gestört. Okay, das ist interessant. Ich meine, sie hat jetzt nicht viel gemacht oder so. Aber dass sie mies gestört hat, okay. Dann, Staffel 2 ist sie aber super. Okay, freut mich. Ja, Seemobs ist halt Comedic Relief Character. Wie Darkrai gesagt hat, absolut austauschbar. Ja, ich glaube, das bezieht sich auf Hydropi. In Another Life könnte man auch beliebige Nebencharaktere streichen, um die Story zu kürzen. Ja, wenn man das will. Ich finde, da ist tatsächlich, ja, man kann natürlich von Streckung reden, aber irgendwo finde ich es auch sehr wichtig, nicht einfach nächster Handlungspunkt, dann wirkt es, als würde man zu sehr durchrushen. Also so ein bisschen Nebenhandlung finde ich wichtig. Ich überlege gerade, ob es einen Charakter in der Valros Edition 4 gibt, bei dem ich wirklich zustimmen kann. Ich meine, allgemein dieser ganze, ich sag mal, Urlaubs-Arc zwischen den beiden Hauptteilen kann man sich streiten. Da wurden aber auch keine neuen Charaktere eingeführt. Ansonsten, ein bisschen kann man sich wahrscheinlich über den Rivalen Snens streiten. Wobei ich auch sagen musste, ich habe selber erst vor kurzer Zeit die Geschichte nochmal gelesen. Und der war besser, als ich in Erinnerung hatte, vor allem, weil er halt eine ziemliche Entwicklung hatte. Man kann sich streiten, wie relevant Olaf war, man kann sich streiten, wie relevant Leon allgemein als Charakter war. Bei ihm war es halt vor allem wichtig, dass im Prinzip Darkrai die ganze Zeit seine Form angenommen hatte. Ansonsten, ich finde, irgendwo sehe ich den Punkt, aber ich finde, es ist jetzt nicht nötig, da was zu kürzen. Und jetzt, Moment, ich brauche einen Schluck Wasser. Ich habe schon ein Video vor dem hier aufgenommen. So, weiter geht's. Ich laber halt jetzt schon. Ich habe davor für wen anders was Kleines aufgenommen. Ich laber jetzt schon seit 1,25 Stunden ungefähr durchgehend. Und ja, das waren auch die letzten Charaktere, die Leute nicht so mochten. Ich denke, ich habe mich zu jedem ein bisschen ausgedrückt. Einige verstehe ich. Bei manchen, ja, ich sehe die Punkte. Hier verstehe ich die Sorge. Hier verstehe ich es im Prinzip nicht. Hier verstehe ich es irgendwo.
Hier die meisten Latios, Hydropi, verstehe ich voll und ganz. Wesen unseres Planeten an sich auch, ja. Mal sagen, okay. Wesen des Planeten stimme ich zu bei allen, außer vielleicht beim Main Antagonist. Aber ja, an sich. Funkenherz in Staffel 1. Okay, verstehe ich nicht ganz, aber hm. Seemobs, ja. Und ja, da habe ich mich, glaube ich, auf alles halbwegs bezogen. Hier, gibt es ein oder mehrere Kapitel, welche dir besonders im Kopf geblieben sind? So, wieder kurz Pause gemacht, denn ich wollte hier mal öffnen. So, wir haben als erstes nämlich Kapitel 63 bis 65 von Plotkrieg. Ich gehe einfach mal auf meinen Kanal und mache die Playlists auf hierfür. Ich möchte das nämlich für alle machen. Plotkrieg, das Hörspiel. Muten wir gleich mal den ganzen Tab am besten. Brauchst jetzt nicht losspielen. Und zwar haben wir Tränen, Schmerz und Krieg, der stärkste Willen, der Preis für Frieden. Auf Deutsch wirklich das Hauptfinale, sag ich mal. Also ich sag mal Hauptfinale von Plotkrieg. Der eigentliche Story-Abschluss, die Credits kamen die Credits nach dem hier? Oder, das hier ist halt für mich so ein bisschen, After-Story-Finale, sage ich mal. Sind aber die anderen zwei Kapitel. Und halt hier, auch noch das Ende. Einheit der Zwiespalt, Plot Unbound mit der fancy Font. Ja, hier ist noch alles andere drin. Dann die neue, was? Bist du bei der falschen Frage, Minjung? Das klingt nämlich, als wärst du hier. Eine neue Walross-Edition nach der Sage der Flamme ist finden das toll. Ja, das hat nichts mit der Frage zu tun, weiter. Never Alone, ich weiß nicht mehr, wie das Kapitel hieß, halt wo Fate verschwinden musste. Boah, meine ganzen alten Scheiß-Playlists. Da wäre es jetzt gut, nur die Hörbuch-Playlists zu haben. Ich muss jetzt natürlich kurz suchen. Walross-Editionen aber dumm sind hier zwei Stück. Hier ist Heroes from Another World. Das heißt, ich bin auf jeden Fall schon dran vorbei. Dann haben wir... Mich hat das Thumbnail ein bisschen verändert, weil ich hier so was hatte. Damit ist, denke ich mal, stark gemeint Leuchtende Finsternis, das große Finale. Relativ lange Folge natürlich auch. Gehe ich mal stark davon aus, dass das jetzt damit gemeint ist. Da, wo Fate sich nicht mehr in der Welt war und verschwand. Also verschwunden ist sie hier. Nicht mehr in der Welt war sie gleichzeitig, aber auch hier in dem Kapitel und hier in dem Kapitel. In zwei Epilogen. Hier gab es ja drei Epiloge. Zwei, die ich aus Spaß geschrieben habe, zwischen denen ihr abgestimmt habt. Und einer, der wirklich Kanon war. Also ja. Ich denke aber mal, es ist das hier gemeint. So, dann haben wir WE Kapitel 4 Another Life, weil es mein erster... Das ist auch wieder nicht die richtige Frage ganz, weil das, WE Kapitel 4, das ist kein Kapitel, das ist ein ganzes Hörbuch. Das letzte Kapitel der Walross Edition 6, also der Epilog, muss ich, glaube ich, eigentlich gar nicht aufmachen, aber... Mache ich jetzt trotzdem einfach mal. Macht der irgendwo Sinn? Stärker als die Zeit. Der Epilog mit der großen Wendung über Darkrai als Erzähler der gesamten Sage. Im Auge des Todes von Plotkrieg. Das war, glaube ich, genau das Kapitel, auf das ich angespielt hatte tatsächlich. Obwohl, ich weiß gar nicht, hatte ich das erwähnt oder hatte ich nur das mit Kel erwähnt? Aber im Auge des Todes hatte ich auf jeden Fall auch dran gedacht. Das ist das Kapitel in Plotkrieg mit dem ersten Epsilon-Battle, in dem Aurora halt direkt scheitert. Es ist, Kapitel 9.
Genau. Im Auge des Todes. Ja, verstehe ich auf jeden Fall. Kampf gegen Olaf in der Walross Edition 4. Das, ja, kann ich auch verstehen. Ich persönlich fand das Ende von dem nicht unbedingt toll, muss ich sagen. Persönlich auch wieder. Walross Edition 4 müsste doch hier irgendwo chillen, oder nicht? Hier unten sogar. Dann, der Kampf gegen Olaf ist hier gewesen. Kapitel 23. Ja, es war einer der größeren Trainerkämpfe. Ich meine, die größten Trainerkämpfe waren der wahre Pokémon-Champion und, wenn man das zählt, Duell gegen den dunklen Trainer, als Darkrai im Prinzip als Trainer mit seinen Generälen aufgetreten ist. Aber das war auf jeden Fall auch ein spannender. Der wahre Held des Lichtes. Oh Gott. Da muss ich jetzt sagen, habe ich, ich habe eine Vermutung, welche Geschichte das ist, aber da muss ich jetzt mein eigenes Knowledge checken. Jawohl, richtig gecallt. Der Kampf zwischen den zwei Günther. Ich weiß nicht, ob die Musik copyright free ist. Warum ist die in der Playlist? Ja, der wahre Held des Lichtes, der Kampf zwischen den zwei Günther am Beginn des Finals der Walross-Edition. Ich wusste nicht mehr, dass ich dem Finale einen anderen Namen gegeben habe. Darkest Light macht aber irgendwo Sinn auf Darkrai bezogen. Mein erstes, denn es war mein erstes. Schöne Begründung. Mein Grund zum Leben, sage der Flamme 3, Hashtag 15, wegen Baby-Pokémon. Okay, valide. Okay, valide, könnte dieselbe Person gewesen sein. Walross Edition 6 sind wir gerade schon drinnen. Wenn die Zeit unvergangen wird, also das Finale, das war 28 Minuten lang, das wusste ich nicht mehr. Aber ja, und wenn die Zeit unvergangen wird, und die Geburt des Weiles, also wirklich halt das große Finale. Tränenschmerzen, Krieg und der stärkste Willen. Das sind zwei von den Kapiteln, die wir hier schon mal hatten. Ich glaube 63 und 64 spezifisch. Wegen dem Autor und so war wahrscheinlich dieselbe Person, die sagte, sie mag den Autor nicht. Mir fällt noch direkt zweites, drittes Kapitel aus der ersten Walross-Edition ein. Da muss ich jetzt scrollen. Meine ganz alten Scheiß-Plays, ich muss, glaube ich, mal ein paar Videos auch einfach offline stellen, weil sie, ja, nicht toll sind. Muss ich einfach so sagen. Hier ist die erste Walross-Edition. Das zweite und dritte Kapitel. Eine Reise durch die Zeit vor allem. Und ein mysteriöser Schatten. Ja. Begründung. Aber halt wegen des ganzen Zeitreisekrams. Ich habe das wirklich erst beim zweiten Mal hören verstanden. Ich war 11, hab Nachsicht. Was für Nachsicht, Digga. Ich hab das bis heute nicht verstanden. Und ich hab's geschrieben. Ich weiß nicht, was zum Fick ich mir da gedacht hab. Also wirklich. Ich verstehe das selber bis heute nicht. Das war so ein Schwachsinn, was ich da produziert hab. Es war schlimm. Ah, auch ein interessanter Pick. PMDWE 2, das neunte Kapitel. Determination, Nick Crossmas Verrat. Und war es der... Nee, es war nicht der erste wirkliche Main-Character Death, aber... Ich weiß genau, was diese Person beim Lieblingshörbuch angegeben hat. Wo ist es? Es muss ja hier irgendwo sein. Sag mal, war der Abstand... Nee, der Abstand war auch niemals so groß. Oh, doch, tatsächlich. Ja... Alle, ich kann Pokémon Mystery Dungeons auswendig. Okay. Oh.
Aber nichtsdestominder. Jetzt kommen wir. Ich gehe erst nochmal zu der Frage. Welches Hörbuch war das erste, das du gehört hast? Überrascht mich wenig, fast die Hälfte sagt Walross Edition 1 und am zweitmeisten sagen Plotkrieg. Nix davon wundert mich. Ein anderer Plotkrieg war für jemanden von euch auch das erste. Und jeweils drei Leute waren Walross Edition 3 und 4. Auch beides relativ zu erwarten. Hier seht ihr jetzt natürlich schon ein bisschen was, aber... Jetzt kommen wir nämlich nach 50 Minuten endlich zu heißen Scheiß. Ich gebe euch auf jeden Fall einen Timestamp. So. Wenn du die Wahl hättest, eines dieser Hörbücher in Zukunft Realität werden zu lassen, welches würdest du am ehesten wählen? Betonung war, nur eines davon. Und gerade deswegen, muss ich sagen, hat mich sehr gewundert, dass die Übersetzung und Vertonung von Never Alone 2 mit 6 Stimmen auf Platz 1 war. Zweite Stelle teilen sich eine neue Walross-Edition nach der Sage der Flamme und ein Plotkrieg-Nachfolger. Dann eine Vorgeschichte der Weltenbäume aus der Walross-Edition auf dem dritten Platz, habe ich auch nicht unbedingt mitgerechnet. Ein weiteres Plotkrieg-Spin-Off mit einer Stimme könnte gut und gern von einer Person sein, die anderer Plotkrieg sehr mochte. Oh, das war letztes Mal, als ich geguckt habe, noch nicht da, was auch sehr interessant ist, wenn man mal einen kurzen Blick hierhin wirft. Ich überlege gerade, ich weiß nicht mehr, war das eine Pflichtfrage? Weil das ändert natürlich auch ein bisschen was hier. Ja, das habe ich falsch eingestellt. Man sollte nämlich eigentlich auch nichts wählen können dürfen. Was es aber nicht der Fall ist. Das heißt, man musste etwas wählen. Und nur eine Person würde aktiv keine Vorgeschichte wollen. Über die Hälfte von euch hat gesagt, nee, lass mal Wesen unseres Planeten sein. Am zweitmeisten eine Slice of Life. Wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, ob es unter anderem dran liegt, dass ihr euch da wenig drunter vorstellen könnt oder weil ihr Action wollt. Dann haben wir ein weiteres Plotkrieg-Spin-Off. Was 4 Leute nicht wollen würden. 3 Stimmen für einen Plotkrieg-Nachfolger. Das sind wahrscheinlich die Leute, die die klassischen Hörbücher besser finden. 2 Leute für eine Walross-Edition nach der Sage der Flamme. Eher so unter Motto, aufhören, wenn es gut ist. Never Alone 2 haben auch 2 Leute genommen. Und ja, die Vorgeschichte der Weltenbäume hatten wir schon. Ich glaube, ich habe dann alles erwähnt. So. Dann gucken wir jetzt mal. Jetzt kommt der heiße Scheiß. Wie sehe ich das persönlich? Welche von diesen Hörbüchern kann ich mir vorstellen zu machen? Welche habe ich nicht vorzumachen? Ab geht's. Ich hab's euch erklärt. Haken heißt, ist relativ wahrscheinlich. Kreis. Mal gucken, möglich, kann auch sein, dass es nicht kommt. Kreuz, sehr unwahrscheinlich. Und fügen wir noch hinzu, Minus. Das heißt, ich gebe noch keine Aussage dazu. Denn das möchte ich hier machen. Denn allein schon eine Aussage über die Möglichkeit einer neuen Walross-Edition. Ich meine, theoretisch würde es nichts übers Ende wegnehmen, aber man könnte schon beginnen, allein zu spekulieren, wenn ich jetzt sagen würde, ich mache auf jeden Fall keine Walross-Edition mehr danach, könnte man spekulieren, das heißt, die Sage der Flamme hat ein Bad Ending, in dem Omegon gewinnt, danach geht gar nichts Neues mehr. Oder man könnte, wenn ich sage, es kommt sich relativ sicher was Neues, könnte man gleich sagen, dann muss Omegon ja verlieren. Im Prinzip, ich möchte hier keine Aussage treffen, allein schon um keine Spekulation anzufangen. Ich habe selber eine Meinung dazu, ich werde sie nur nicht bekannt geben. Dann kommen wir jetzt also zu den Dingen, die tatsächlich interessant werden können. Ein Nachfolger zu Pokémon Mystery Dungeon Plotkrieg.
Ich halte es für sehr wahrscheinlich. Ich habe ziemlich viele Ideen für Nachfolger. Vielleicht jetzt nicht so viele, um nochmal fast 80 Kapitel zu schreiben. Aber ich bin motiviert für einen Plotkrieg-Nachfolger. Ich habe einen Haufen Ideen. Ich denke, es ist sehr gut möglich. Ich werde ihn nicht vor Ende der Sage der Flamme machen, aber es ist sehr gut möglich, dass nach der Sage der Flamme auch Plotkrieg einen Nachfolger bekommt. Ja, hier haben jetzt drei Leute gesagt, sie wollen es nicht. Ist für euch dann wohl nicht so schön, weil ich habe schon vor, meine Pläne so zu machen. Sind aber ja auch nicht, sind drei Leute von 20, die das gesagt haben halt. Dann haben wir das geklärt. Plotkrieg durchaus möglich. Ihr mögt die Charaktere davon, ihr mögt die Handlung davon. Dann ein Nachfolger zu die Wesen. Nee. Ich hatte tatsächlich mal Überlegungen gehabt dazu. Ich hatte einige Ideen gesammelt, aber ich fand sie persönlich nicht sonderlich gut. Ich hab's verworfen. Es ist definitiv mein unbeliebtestes Hörbuch. Ich meine, das hier spricht auch Bände so, ne? Das hier fand ich nur interessant, weil das eben auch, als ich letztes Mal geguckt habe, nicht da war. Aber euch muss ich enttäuschen. Also ich halte es echt nicht für wahrscheinlich, dass die Wesen unseres Planeten einen Nachfolger kriegt. Das Ganze war ja auch echt eher Experiment als alles andere. Die Übersetzung und Vertonung des lange verfassten Mystery Dungeon Never Alone 2. Muss man fast zwischen zwei Dingern schwanken? Nee, eigentlich muss man das nicht. Gerade jetzt bei dem Feedback, das ich hier bekommen habe. Ich habe schon vor, Never Alone 2 nochmal zu machen. Das Ding ist, was ich auch dem Kommentarschreiber erklärt habe, der mir sagte, er hat die englische Version gelesen und findet es die beste aller meiner Geschichten. Was ich halt sehr interessant fand, weil einer der Gründe, warum ich es bis heute nicht gemacht habe, ist, dass ich persönlich es halt wahrscheinlich eine meiner schlechtesten Geschichten finde. Aber gerade wenn ich das Feedback bekomme und höre, wie viele Leute auch was da wollen zu, ist es schon... Ich hatte halt immer gedacht, wenn ich mal Never Alone 2 mache, dann wahrscheinlich sozusagen Never Alone 2.1, was dieselbe Grundhandlung hat, aber nochmal komplett umgeschrieben. Und vielleicht auch ein paar Plotpoints, die ich echt nicht gut fand, entfernt. Aber mal gucken, vielleicht mache ich es auch so. Es wird aber wahrscheinlich einen Moment dauern, weil einfach das Ding ist... Es Stichpunkt. Des lange Verfassten. Ich möchte halt... Ich bin einfach motiviert, kreativ zu schreiben. Und Never Alone 2 ins Deutsche zu übersetzen, ist halt... Kostet trotzdem fast... Ich würde sogar sagen, ziemlich genauso viel Zeit wie neues Hörbuch. Abgesehen davon, dass Never Alone 2 sehr kurz ist. Tatsächlich ist es kürzer als der erste Teil auf jeden Fall. Ich glaube, vom Wordcount könnte es sogar in die Nähe der ersten Walross-Edition kommen. Aber es ist halt einfach keine Kreativarbeit für mich. Das werde ich wahrscheinlich irgendwann mal machen, wenn ich nicht so motiviert bin, kreativ zu schreiben, was halt im Moment nicht der Fall ist. Dann eine Vorgeschichte der Weltenbäume aus der Walross-Edition. Es kommt ein bisschen drauf an. Es ist wahrscheinlich ein ganz anderer Rahmen und ganz anderer Aufbau, als ihr euch irgendwie denken würdet. Aber was ich tatsächlich sehr sicher vorhabe, ich würde es daneben schreiben, wenn meine Handschrift nicht schlimm genug wäre und mit Maus nochmal schlimmer. Es ist im Prinzip die Geschichte des ersten aller Weltenbäume, der vor allen derzeitigen Weltenbäumen, die ihr kennt, existiert hat. In dem auch Charaktere leben, die man später in anderen Rollen kennt. Das heißt, wie kann ich euch so viel dazu sagen? Hauen wir es einfach mal raus. Da, ihr wisst, im Moment ist Sage der Flamme 4, will ich pausieren, bis ich mein derzeitiges Hörbuch, das danach kommt, fertig geschrieben habe. Hier haben wir das, was ich gerade für danach schreibe. Die Geschichte des ersten aller Weltenbäume. Ich weiß nicht, ob es wirklich wird, was ihr euch vielleicht erhofft. Es wird sehr eigen, habe ich das Gefühl beim Schreiben.
Aber ich hab das Ding hier jetzt schon fast fertig geschrieben, also. Das kommt nächstes Jahr, es kommt wahrscheinlich auch nicht sonderlich spät nächstes Jahr, sondern auch irgendwann im Frühling oder spätestens Frühsommer. Also das hier ist nicht nur sehr wahrscheinlich, das ist wirklich sicher. Dann, ein neues Spin-off der Walross-Edition. Habe ich jetzt eigentlich nicht vor. Ich wüsste auch gar... Ich habe eine Geschichte, die ich schon relativ ausgeplant habe, vergessen. Ich habe es doch vor. Es wird noch eine ganze Weile dauern, da es ein Spin-off ist, das nach Ende der Sage der Flamme spielt, das ich logischerweise, wie vorhin erwähnt, schon ausgeplant habe. Aber ich habe auf jeden Fall Ideen für ein Spin-off zur Sage der Flamme. Ich habe gerade nur selber vergessen, dass das überhaupt ein Spin-off ist. Also, ich glaube, das Spin-off wird für manche von euch euer Lieblingshörbuch werden und für manche euer Hasshörbuch von mir. Ich möchte aber noch nicht viel sagen, auch weil es natürlich noch ewig hin ist und meine Planung sich ändern könnte. Aber es ist sehr wahrscheinlich. Was ich hingegen nicht vorhabe, ist ein weiteres Plotkrieg-Spin-off. Ich sag trotzdem tatsächlich mal möglich, weil... Gerade weil ich schon gesagt habe, ein Plotkrieg-Nachfolger ist sehr möglich. Und wenn ich das schreibe, habe ich vielleicht dann doch noch die Motivation für ein Spin-off. Und... Ihr seid jetzt genauso verwirrt wie ich von dieser Markierung. Also, Slice of Life Hörbuch in einer existierenden Pokémon-Hörbuchwelt. Hier steht sogar richtig. Ich habe auch dazu geschrieben, Slice of Life ist im Prinzip einfach nur Geschichten aus dem Leben. Im Prinzip, man folgt mal dem Alltag eines Charakters oder sowas. Und ich kann mir echt nicht gut vorstellen, das als so ein richtig großes Hörbuch zu machen und da viele Kapitel oder so zu machen. Was ich mir allerdings vielleicht vorstellen könnte, ist irgendwie, wenn ich mal so im Dezember gerade kein Hörbuch oder so habe, könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, so einen kleinen Adventskalender zu machen, wo jeden Tag so ein 5-minütiges Mini-Slice-of-Life-Kapitel kommt oder so. Sowas halte ich für vorstellbar. Aber so ein wirklich ganzes Hörbuch... Vielleicht ändere ich meine Meinung noch. Was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass ich sowas schreibe, aber auf Englisch und nur auf meinem englischen Account auf fanfiction.net hochlade. Das ist tatsächlich für mich noch eher vorstellbar. Aber ein Slice of Life Hörbuch weiß ich jetzt nicht unbedingt. Wenn dann eben sowas, wie ich gerade meinte. Oder einfach, wenn ich mich irgendwann mal fühle, hier mal... So paar Minuten Kapitel einwerfen, da mal paar Minuten Kapitel einwerfen, über Ewigkeiten verteilt. Das heißt, hier haben wir eine Zukunftsplanung für den Kanal. Eine neue Walross-Edition, sage ich überhaupt nichts zu. Ein Nachfolger zu Plotkrieg, sehr wahrscheinlich, aber auf jeden Fall erst nach der Sage der Flamme. Ein Nachfolger zu Wesen, wohl kaum. Übersetzung und Vertonung des lange verfassten Never Alone 2, sehr wahrscheinlich. Auch hier gilt aber vermutlich erst nach der Sage der Flamme, was halt einfach dran liegt. Dass ich, wie gesagt, das hier ist sicher, das habe ich schon fast fertig geschrieben. Und das kommt dann nach der Sage der Flamme 4. Und wenn man den Rhythmus merkt, beende ich halt die Sage der Flamme dann, bevor irgendwas anderes noch kommt. Deswegen kommt das alles erst danach. Spin-off der Walross-Edition, wie gesagt, zur Sage der Flamme habe ich eins, das ich mir durchaus vorstellen kann. Ein Plotkrieg-Spin-off habe ich im Moment nicht geplant, aber vielleicht wird es mit dem Nachfolger zu Plotkrieg, werde ich ja doch noch motiviert. Und das Slice of Life-Hörspiel, jäsend, einige Bedingungen, wirklich ganzes Hörbuch wohl eher nicht. Und damit sind wir am Ende des Ganzen. Ich möchte auch nochmal hier kurz drüber gucken. Das freut mich natürlich jetzt, ne?
Fast niemand hat gesagt, das hier würdet ihr nicht wollen. Wäre jetzt scheiße gewesen, wenn 90% hier Nein gesagt hätten, wenn ich das Ding gerade beim Finale schreiben bin. Aber ja, das freut mich dann natürlich. Das Spin-off hier. Das hier bekommt ihr noch irgendwann. Also das könnt ihr als fast sicher verbuchen. Frage ist halt wann. Könnte eine Weile dauern. Mal gucken. Wissen wir noch nicht. Sage ich nichts zu. Nachfolger zu Plotkrieg. Ja, haben jetzt nicht viele gesagt. Habe ich aber wie gesagt vor. Ja. Sind wir uns wohl einig? Dann, Plotkrieg-Spin-Off braucht ihr nicht unbedingt. Ja. Ich jetzt im Moment wie gesagt auch nicht. Und Slice of Life-Hörbuch in einer existierenden Welt. Braucht ihr jetzt auch nicht unbedingt. Und gerade als ganzes Hörbuch ich eben auch nicht. Vielleicht aber als was Kleineres. Damit haben wir jetzt auch weit lang genug gelabert. Ihr habt einige Updates über die Zukunft dieses Kanals. Ich hab, ja, eine Stunde fünf geredet. Ich geh Mittagessen. Danke fürs Zugucken.